Logbuch der DLC Sternzeit 04152016. Captain Jove Nachtrag. Wir haben in einer heroischen Schlacht in der letzten Folge den Endboss das erste Mal das Fürchten gelehrt. Der kleine Schisser will jetzt heute zu unserer Basis, zu unserer Hauptbasis der Föderation, und das müssen wir verhindern. Das heißt, willkommen bei Fasters and Light beim letzten Kampf mit dem Titel der Folge: Sie haben ihr Bestes gegeben. Ich wiederhole es nur nochmal, damit ihr Leute wisst, ich spoilere absolut gar nicht, ob wir es schaffen oder nicht. Ich weiß es ja selber noch nicht. Also, hinterher, der Schisser darf nicht ankommen oder darf nicht alleine da sein. Warum? Wir haben dich schon einmal geschafft und wir werden es wieder schaffen. Und jetzt sehen wir auch hier, das Schiff ist stark beschädigt, so rum, vom letzten Kampf. Aber unsere Scans zeigen, dass er seine Energie wieder voll aufgeladen hat und er Drohnen hinzugefügt hat, die kleine Drecksau. Und da sehen wir sie. Er hat eine Verteidigungsdrohne, Raketen bringen jetzt gar nichts mehr. Er hat einen Beam und er hat eine Laserdrohne. Damit kommen wir klar, aber er wird ja weiterhin schießen. Er wird weiterhin schießen. Das heißt, wir machen die Raketen wieder aus. Wie ihr seht, die Leute sind natürlich immer noch tot. Ach, den habe ich jetzt getötet, ich Idiot. Wow, Höhenbruch und Boarding Crew. Wow. Schnell darüber. Wow. Es geht ja mal gut los hier. Er hat immer noch die Unsichtbarkeit, wenn ich das richtig sehe. Nein, hat er nicht. Er kann sich nicht mehr unsichtbar machen, aber wir können. Wir können uns immer noch unsichtbar machen. Mitch und Jesse, ihr müsst das machen. Ihr müsst das schaffen. Ich halte meinen Finger auf dem C zum Tarnen. Ja, mit denen kommen wir klar. Das ist okay. Ja, ja. Alles noch. Schneller, schneller. Power Surge detected. Er macht seine ultimative Fähigkeit. Mistkerl. Na komm. Raus, raus. Wir machen uns unsichtbar. Da sind sie. Wie ich es euch gesagt habe. Schweine. So, ihr beiden müsst das reparieren. Da muss Sauerstoff rein. Mach mal die Tür auf. Damit wenigstens ein bisschen Sauerstoff reinkommt. Wir haben wieder Waffen. Und die beiden sind wieder da. Aber ich kann jetzt gerade nicht porten und ich kann jetzt auch gerade nicht schießen. Doch, wir könnten schießen. So, wir schießen auf diese Waffen und wir porten, na komm, die zurück und wir lassen unsere Leute wieder an ihre Standorte zurückgehen. Nein, 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 ihr beide geht da rein. Ihr beide bleibt jetzt einmal kurz beim Reparieren. Und du bedienst bitte so lange die Schilde, wir brauchen die Schilde. Oh, jetzt fängt der Stress hier aber richtig an. Ja, Intruders on board, ich weiß, alles okay. Mach die Türen auf. Mach die Türen auf. Swamps, heil dich. Wieso bist du da? Marfan sollte da hin. Was soll das? Oh, wir werden angegriffen. Die ganzen sind da. Sobald wir wieder können. Unsichtbarkeit. Einmal kurz pausieren. Unsichtbarkeit, sobald wie möglich. Na komm. Und Marfan wird auch noch heilen. Nein, er ist gestorben. Verdammt. Ah. Layla. Layla, raus. 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 Du musst dahin. Mitch muss helfen. Boah. Ja, ich weiß. Intruders detected. Die machen wir jetzt gerade kaputt. So, und jetzt repariert das. Aber schnell, kommt. Wir brauchen den Sauerstoff. Du bist wieder heil. Du gehst zu den... Wo warst du vorher? Ach, du warst an den Türen. Dann heil dich mal und du gehst wieder an die Schilde. Oh mein Gott! Ja, ist okay. Ihr habt das jetzt geheilt. Das wieder fit gemacht. Jesse! Jesse! Ah! Oh, Schwein gehabt. Du gehst wieder dahin. Ihr beide geht heilen. Jesse, du musst heilen. Wir haben schon wieder einen Tudas an Bord. Das gibt's doch nicht. So, du gehst auch mit rein. Ihr müsst den platt machen. Hm.
Ich sag ja, er wird gefährlicher, der Mistkerl. Aber unsere Waffen sind gleich wieder oben. So, unsichtbar machen. Swamps, wir müssen Swamps retten. Swamps muss gerettet werden. Jesse! Mitch stellt sich schon mal bereit. Layla. Raus. Mitch rein. Er kommt. Wir müssen das überstehen hier. Er zündet seine Power Surge. Repariert das! Rams war da. Jesse muss geheilt werden. Du bist gut im Reparieren. Auf die Schilde. Ja, Mitch muss geheilt werden. Reparier weiter. Das hast du schon gemacht. Sehr gut. So, dann geh wieder zurück. Oh, bitte nicht nochmal in Tudas. Na komm. So, Layla ist... Oh, jetzt da. Na komm, Layla. Du musst gegen ihn kämpfen. Sehr gut. Unser Klätzchen ist da nicht so toll drin. Plätzchen, du gehst mal bitte an die Waffen so lange und Jesse hilft. Unsere Waffen müssen schneller aufladen, wir müssen die Schilde runterkriegen. Power Surge detected. Wir schießen nochmal. Und dann... Na komm, trefft, trefft! Jawohl. Power Surge. Wir machen uns unsichtbar. Layla geht raus, Mitch geht rein. Jove bleibt am Steuerbord, der kann sowieso nicht kämpfen. Der ist nur gut ein Captain sein. Aber mehr braucht er ja auch nicht. So. Schnecke, du heilst dich wieder. Ihr beiden repariert. Gleich muss Mitch raus. Und Jesse muss raus. Beide müssen raus. Dann geht ihr schon mal raus. Du gehst dahin und du gehst wieder raus. Mann! Reparier den Höhlenbruch. Und jetzt geht er raus. Na komm. Noch zwei Treffer. So, Layla. Du gehst hier rüber. Unsere Schnecke wird heilen. Halt. Du gehst dahin. Mitch kommt dazu. Und der auch. Und Jesse auch. 4-1. Na los jetzt. Macht sie kalt. Unser Unsichtbarkeitsgerät wollen sie kaputt machen. Schweine, ey. So, dann müsst ihr auch gleich zu viert reparieren. Ob das reicht? Wenn der zweite, wenn beide treffen, haben wir... Nein! Ja, ihr seht das. Hier die ganzen Raumschiffe. Das ist so viel. Das ist so fies. Ja, macht ruhig alles kaputt, ihr Mistviecher. Vernichte es! Treffer! Ja! Geschafft! So, ihr geht bitte... Anti-Ship-Beam-Drohne haben wir gekriegt. 29 Schrott. So. Ihr beide geht mal dahin. Du reparierst bitte das. Jetzt lassen wir erstmal alle heilen. Oh mein Gott. So, Schiff. Wir erhöhen die Sauerstoff, wir erhöhen die Heilung. Und wir erhöhen nochmal den Sauerstoff. Das heißt, wir machen das kurz aus. Wir machen die Heilung an. Und einen Sauerstoffproduktion, damit wir schneller Sauerstoff nachbekommen. Ihr geht mal bitte alle wieder an eure Positionen, außer Layla. Layla wird sich nochmal heilen. Das habe ich jetzt gemacht, weil wenn wir reparieren könnten jetzt unterwegs, wäre es eh kostenlos. So, Swamps repariert. Ist da zwar nicht so super gut drin, aber wir haben ja jetzt glücklicherweise ein bisschen Zeit. Oh. Diese Boarding-Kacke. Halleluja. Jetzt weiß ich, warum der Gegner das auch nicht mag, wenn ich das bei ihm mache. Wir stellen Layla jetzt hier hin. Wir haben eh keine Boarding-Crew mehr. Obwohl doch, wir schicken Layla gleich wieder rüber zu den Raketen. Sie ist zwar alleine, aber... kann die Raketen trotzdem ausschalten. So. Alles wieder heile, alle wieder fit.
Durchatmen und wo haut er ab? Er haut wieder in die Richtung ab. Wir haben leider keine Möglichkeit zu reparieren. Oh Mann. Unsere Flotte ist auf dem Weg zum Angriff. Kriegen wir jetzt Hilfe? Ja, genau! Jetzt hat er auch noch ein Zeutern-Schild. Okay. Und er hat Kraft, Power in die Teleporter gepackt. Wir sollen uns also darauf vorbereiten. Aus? Nein, nicht aus. Ein nur. Und ein hier rein. Wir brauchen ja nur einen teleportieren. Super Schilde verhindern teleportieren. Ihr Schweine! Und es stellen sich zwei Leute rein zum Teleportieren. Wir machen uns unsichtbar. Nein, wir haben die Raketen noch nicht ausgemacht. Oh Gott. Aber unsere Waffen laden wenigstens, weil er nicht unsichtbar werden kann. Oh Gott. Oh Mann. Das wird gleich wieder stressig, wird das. Das wird gleich wieder stressig. Ist egal, wohin wir schießen. Aber wir wollen dann auf jeden Fall den Teleporter ausmachen. So schnell wie möglich. Wo portet ihr euch hin? Da. Türen auf. Damit der Sauerstoff hier rauskommt. Wir hätten vielleicht noch die Türen upgraden sollen. So. Cloaking Device ist nicht ganz so wichtig. Da seht ihr es. Wir müssen erst das blöde Schild kaputt machen. Power Source detected. Ja. Und er portet noch einen. Wo kommt der jetzt hin? Er will noch einen porten. Sauerstoff raus. Da kommt. Oh, Hüllenbruch und Feuer! Jesse, rüber. Lila, rüber. Du gehst bitte dahin. Und dann dahin. Du gehst bitte hierhin. Und Jova auch. Boah! Aua! Mitch, du gehst bitte auch hierhin. Waffen brauchen wir jetzt gerade nicht. Erstmal löschen. Erstmal löschen. War da auch Feuer? Hier, mach auf. Lösch das! Und repariert das! Beeilt euch! Wir müssen den Sauerstoff reparieren. Kommen schon wieder die Raketen. Wir machen uns unsichtbar. Oh. Raus, 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 raus! Nein, 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 nein. Lass sie da ruhig. Türen auf, Türen auf. Wir müssen die Feuer löschen. Wir müssen die Feuer löschen. Mitch geht dahin, die Schnecke geht dahin. Wir müssen ausweichen können. Sauerstoff aus dem ganzen Schiff raus. Einfach schießen. Ja, Zoltan-Schild ist schon mal kaputt. Hoffentlich schaffen wir das. Ja, ich weiß, wir haben Intruders an Bord. Aber das Schiff wird hoffentlich gerade gelöscht. Haben wir jetzt noch irgendwo Feuer? So. Da war der ein Powerschuss. Aua, 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 aua. Oh, oh, haben wir ein Glück. Unsere Leute werden geheilt. Da passiert gar nichts. Wir machen die Türen wieder zu. Ihr geht hier rüber. Repariert das. Ist repariert. Dann geht ihr hier hin. Nein, Jesse bleibt da. Wir brauchen das Ausweichen. Oh Gott. Du gehst bitte dahin. Die Tür machen wir sicherheitshalber auf. So. Und du portest dich jetzt. Da rein. Haben wir jetzt irgendwo Feuer? Ich hoffe doch nicht. So, ihr geht beide da rein. Erstmal repariert ihr das. Hüllenbruch ist Kacke. So, und jetzt geht ihr beide da rein. Ja, löscht das. So, Tür auf. Ich weiß nicht, ob da Feuer herkommt. Na komm, Lila, du musst die Raketen kaputt machen. Au, au. Unsichtbar. Ja! Puh. Und sie können nicht boarden in der Zeit. Und wir haben deren halbe Crew zerstört, oder mehr sogar. So, es ist alles wieder repariert. Jetzt müssen noch schnell die Waffen repariert werden. Heavy Laser wieder an, damit er schon mal... Nein, nicht den Heavy Laser an. Den Burst Laser an, damit der schon mal laden kann. Der braucht ja länger als der Heavy Laser. Du gehst bitte hier hin. Und reparierst unsere Scanner wieder. Auch wenn wir sowieso sehen, wo die sind. Oh mein Gott!
So, Heavy Laser wieder an. Jeder wieder an seine Position, außer du, du gehst dahin. Jetzt muss der Sauerstoff schnell nachladen. Power Surge detected. Wir können uns nicht unsichtbar machen. Na komm, das müssen wir schaffen. So, alle Türen wieder schließen. Oh, mach doch die blöden Raketen aus. Einmal schnell schauen, ist da jetzt ein Bruch? Ja, ist ein Bruch drin. Mist. So, wir gehen auf die Schilde. Die haben, oh, die haben das wieder aufgeladen! Schweine! Und wir können Layla so lange nicht zurückholen. Da lassen wir das jetzt kaputt. Das brauchen wir eh nicht. Reparier das, Mitch, beeil dich. Und dann beeil dich zurück an die Waffen. Ja, Layla hat es kaputt gemacht. Sehr gut. Wieder zurück. Ja, ist okay. Mach uns mal unsichtbar, was eigentlich doof war. Ja, gut, Power Surge. Ist okay, solange wir unsichtbar sind, können die uns nichts. Das heißt, ihr beide geht jetzt mal schnell heilen, solange wir unsichtbar sind. Du gehst dann auch schnell heilen. Ja, wir sind unsichtbar, perfekt. Oh, haben wir aber nochmal Glück gehabt. So, ihr geht auf die Schilde. Trefft es, trefft es. Verdammt ich nochmal. So, Layla kommt wieder. Du darfst das mal reparieren. Alle wieder zurück an Stelle. Ne, wir reparieren das nicht. Reparieren das nicht. So, die Schnecke und Mitch heilen sich. Power Surge detected. Schon wieder. Oh, das Problem ist, ich kann diese Power Surge nicht ausmachen. Oh, oh. Ihr beide. Repariert den Sauerstoff. Der ist erstmal am wichtigsten. Natürlich brennt es da. War doch klar. Lösch das. Schnell, bitte. Du gehst dahin zum Reparieren. Eigentlich sollst du dahin. Und du kümmerst dich darum. Wo ist Mitch? Da. So, das reparieren wir jetzt auch nicht mehr. Ist jetzt auch egal. Repariert es. Jessie, du reparierst bitte da drüben. Layla ist zwar langsam, aber wird das schon hinkriegen. Hülle ist kritisch. Ja, ich weiß, dass die Hülle kritisch ist. Oh, unsichtbar! Unsichtbar! Ja! Oh, zwei Hüllenschaden. Wir haben nur noch zwei Leben. Ja, kommt, Leute. Und nicht den ganzen Tag Zeit. Layla muss nochmal rüber. Und wo schicken wir sie hin? Wo schicken wir Layla hin? Den machen wir aus, den machen wir an, den machen wir an. Jetzt haben wir noch eine Energie übrig. Der kommt in die Sauerstoffregeneration. So. Wir brauchen die Rakete und wir brauchen mehr Schuss. Also mehr Schuss kriegen wir dadurch nicht, aber die Rakete trifft ja auf jeden Fall. Hoffentlich. So, Rakete in die Schilde. Verfehlen! Willst du mich eigentlich verarschen? Nicht auf. Ja, jetzt hat er wieder sein Säutan-Schild. Wir halten den Finger auf der Special-Taste. So. Die treffen uns nicht. Raketen hat er auch keine mehr. Wir müssen jetzt nur der Spezialfähigkeit ausweichen. Und darauf müssen wir achten. Wo willst du hin? Ach, der heilt sich. Okay. Ich dachte jetzt, der kommt hier wieder an Bord. So, feuert drauf. Wir müssen das Säutan-Schiff wieder kaputt kriegen. Hört doch auf, so viel auszuweichen, ihr Schweine. Wir könnten Layla gleich da rein teleportieren, damit er gar nicht mehr schießen kann, außer mit seiner ultimativen Fähigkeit. Die ja nicht ätzend genug ist. Power Surge detected. Na komm. Er lädt auf, er lädt auf. Da kommt sie. Puh. Puh.
So, wir lassen jetzt alles aufladen. Dann schicken wir die Rakete da rein, um hoffentlich schon mal Schaden zu verursachen. So. Wir sind immer noch unsichtbar. Raketen abschießen können wir also. Sehr schön, sehr schön. So, und jetzt Treffer, kommt. Macht das kaputt. Ja! Wir müssen das Schiff zerstören. Wie ist da rein? Und machst die kaputt. Oh, zwei Leben. Ja, Power Surge. Dankeschön, Mann. Ich habe noch 3 Sekunden. Bei der 3 Umdrehungen. 2 Umdrehungen. Macht die Schilde kaputt. Macht alles kaputt. Und wenn Layla sich dafür opfern muss. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh! Reparieren. Reparieren. Layla hat Kampfkraft dazu gewonnen. Macht das Feuer aus. Beeilt euch. Du gehst auch noch hier rüber. Wir müssen das schnell reparieren. Aber jetzt haben wir wieder Cloaking Device. So. Wieder drauf. Oh, gute Treffer. Gute Treffer. Sehr gute Treffer. So, alle wieder an ihre Position bitte. Power Surge detected. Ja, wir haben diesmal Ausweichen. Du gehst auch wieder rüber. Na komm. Jetzt krieg nicht wieder dein Schild. Unsichtbar. Ja! Ja! Ich hab's das erste Mal geschafft. Das allererste Mal. Noch ein Höhenleben. Ein Höhenleben. Die erfolgreiche Crew. Jove, Mitch, Jesse, Layla, Swamps und Kletzken. Ja, ich weiß, ich verdrehe gerade ein bisschen. Ist mir egal. Geschafft. Ja. Yeah. Wir haben die Föderation zum Sieg geführt, da wir das Flaggschiff zerstört haben und damit die Rebellenflotte ins Chaos gestürzt haben. Oh. Und das Ganze ohne Malzbier. Oh, Mann. Meine Güte. Ihr habt es gerade oben rechts gesehen. Ich habe den Erfolg bekommen, dass wir es auf easy geschafft haben. Oh, da wird einem ganz warm bei dem Kampf, doch. Halleluja. Halleluja. Ja. Damit ist Faster Than Light abgedreht. Ob ich nächsten Dienstag noch eine neue Folge starte mit ein paar Mods, um das Ganze zu vergrößern, zu verbessern und mit einem neuen Raumschiff mit mehr Waffen, mehr Spezien oder Spezies, ja, mehr Spezies mit noch mehr Rassen, so, da haben wir das Wort, was ich gesucht habe. Mehr Waffen, mehr Rassen, mehr Planeten, vielleicht auch mehr Teile. Wir hatten ja jetzt nur 8 Sonnensysteme, in die wir reisen konnten. Vielleicht kann ich das auch noch ein bisschen hochschrauben durch eine Mod. Das Spiel ist nämlich modbar, hatte ich glaube ich am Anfang schon gesagt. Und ob ich das mache oder eine kurze Pause einlege und das nochmal später wiederhole, das werdet ihr erst am Dienstag sehen. Denn ich kann euch sagen, ich habe von Mitch und Jesse meine Geburtstagsgeschenke einen ganzen Monat zu früh gekriegt, was aber abgesprochen war. Und da waren ein paar sehr tolle Spiele dabei. Er hat mir nämlich eine ganze Spielesammlung geschickt. Und auf eins davon freue ich mich schon riesig. Und das werde ich auch let's playen. Die Frage ist, ob ich damit erst an meinem Geburtstag anfange. Was zufällig gerade der Tag ist, an dem ich sowieso hochladen werde. Oder ob ich... ja... das jetzt schon mache. Das weiß ich noch nicht. Da werde ich mir jetzt nochmal Gedanken drüber machen. Erstmal ein bisschen runterkommen. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal echt einkaufen und tue mir ein Malzbier. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich auch keine Lust, einkaufen zu gehen. Wer weiß, wer weiß. Zum Fazit über dieses Spiel. Manchmal hat man das Gefühl, es ist zu einfach und man erreicht alles. Manchmal failt man auch. Und man verliert gleich ein Viertel seiner Crew. Ich glaube, ich habe in 2 Folgen 4 Leute verloren. Das war... ja, das war schön, war das. Nur Layla ist uns treu geblieben und hat uns am Ende noch zum Sieg geholfen. Yeah, Rockman for the win. Es hat auf jeden Fall einen Wiederspielwert. Auf jeden Fall. Also ich werde es immer wieder spielen. Es ist
Ja, jetzt schalte ich ja auch noch neue Schiffe frei. Man hat am Anfang drei Schiffe, die man auswählen kann. Ich glaube, jetzt habe ich fünf. Also nochmal neue dazu. Ich habe mit dem Standardschiff jetzt gespielt. Mit der Kestrel heißt die normalerweise. Unser Schiff ist natürlich die DLC. Ja. Super geiles Spiel. Super geil. Emotionen pur. Und trotz, dass man jederzeit pausieren kann, kommt man doch ganz schön in Stress in manchen. Also der Endboss ist. Hab ich. Also ich muss sagen, bei manchen Spielen gibt es Endbosse, wo man sich denkt, willst du mich eigentlich total verarschen? Der ist langweilig, der ist einfach, der ist überhaupt nicht episch. Aber dass man diesen Boss dreimal besiegen muss, ist schon fies. Dass er alle Sachen hat, die im Spiel gibt, ist verständlich, aber macht es nicht leichter. Dass er auch noch eine ultimative Fähigkeit hat, die einen völlig zerpflücken kann und die, wie in unserem Falle, nur durch Ausweichen, ich möchte es nicht Glück nennen, wir haben das Ausweichen ja geskillt, nur durch Ausweichen konterbar ist, ist der Hammer. Das ist echt gemein. Und ja, er ist episch. Der Bosskampf war meiner Meinung nach episch. Schwer, knackig, schnell. Bisschen Glück in Klammern Skill abhängig. Man muss auf der ganzen Strecke Glück haben, die Sachen zu bekommen. Wir hätten ja jetzt auch noch ein Anti-Drohnen-System, also ein Drohnensystem bekommen können und hätten Anti-Drohnen hinstellen können, die die Raketen abfangen. Dann hätten wir wieder eine andere Taktik nehmen können. Wir hätten auf den Sauerstoff schießen können, damit alle Leute sterben, die da drin sind, um den Schwierigkeitsgrad nochmal zu erhöhen. Wir hätten vier Leute haben können, die boarden können, dann hätten wir zwei Waffen fast gleichzeitig kaputt machen können. Also, das ist echt der Hammer. Ach ja, die ganzen Namen, die ihr hier gerade seht, das sind die Leute, die sich für das Spiel eingesetzt haben, indem sie entweder Geld gespendet haben, um das Spiel in Gang zu bringen, oder anderweitig. Ich stehe nicht drin, muss ich dazu sagen. Ich habe das Spiel leider erst entdeckt, als es schon draußen war. Was wir dann natürlich sofort geholt und damit die Unterstützer, die Macher unterstützt. Und sie haben versprochen, sie werden noch weitere Spiele machen. Und auf die werde ich mich freuen. Also nicht werde ich mich freuen, auf die freue ich mich jetzt schon. Weil das Spiel ist sehr, sehr einfach geschnitten, aber hat so viel Tiefe und so viel Micromanagement, was man da reinknallen kann, was man noch machen kann. Es ist auch noch glückabhängig, wie die, ich wollte gerade Biome sagen, wie bei Minecraft, aber wie die Sonnensysteme aufgebaut sind. Wir hatten ein paar Sonnensysteme, wo wir nur vier Planeten besucht haben und dann waren wir schon beim Ende, weil wenn wir den anderen Weg gegangen wären, hätten wir 20 Planeten besuchen müssen und das hätten wir niemals geschafft, bevor die Rebellenflotte da gewesen wäre. Dass der Treibstoff alle gehen kann, erhöht nochmal den Schwierigkeitsgrad. Der Höhenschaden ist die Hölle und dass man das nicht auf werten kann. Also man kann ja alles updaten in diesem Spiel. Du kannst ja alles verbessern, außer die Hülle. Die kannst du nicht verbessern. Und das macht's nochmal. Also man kann noch so ein geiles Schiff haben. Du kannst verlieren. Ich habe manche Runden gehabt, wo ich im Sonnensystem Nummer 3 verloren habe, weil ich gegen ein Schiff gekämpft habe, was ich konnte ihm keinen Schaden zufügen, weil seine Schilde schon so stark ausgebaut waren. Er mir aber so viel Schaden und eine Boarding-Crew hatte, ich war verloren. Und das auf leicht in Sonnensystem 3. Also, das ist auch. Manchmal ist es unschaffbar. Aber ich bin froh, dass ich im Let's Play bis zum letzten Teil gekommen bin. Dass ihr den Boss komplett sehen konntet und dass wir es geschafft haben. Und ich habe es zum ersten Mal geschafft. Ich bin echt richtig froh und auch ein bisschen stolz. Ich wusste, ich bin ein guter Captain. Ich wusste einfach, ich bin ein guter Captain. Und dann müssen Mitch und Jesse auch nicht zeigen, dass sie es besser können als ich. Sie kennen das Spiel zwar, aber sie haben es selber noch nie gespielt. Sie besitzen es nämlich nicht. Wir hätten es sonst gemacht. Hätte ich jetzt verloren, hätten wir gemacht, dass entweder Mitch oder Jesse als neuer Captain übernimmt und das Ganze durchzieht. Vielleicht machen sie es trotzdem noch, um euch die anderen Schiffe zu zeigen. Ich weiß es nicht. Das müssen die dann selbst entscheiden. Können wir jetzt zum Ende kommen? Ich will euch noch das neue Schiff zeigen. Gibt auf jeden Fall Überlänge. Aber egal. Gibt auf jeden Fall Überlänge. Ich trinke noch mal was. Ja.
was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr es vielleicht selber spielt oder vielleicht gerne mal spielen wollt. Wie ihr das mit dem Endboss hingekriegt habt. Ob ihr den überhaupt schon besiegt habt. Weil ich glaube, das war jetzt echt schon mein 7. oder 8. Versuch. Also ich bin kein Profi in dem Spiel. Das ist durch Luck und so weiter. Jeder hat so seine eigenen Taktiken, die man erst rausfinden muss. Für den Endboss habe ich mir sogar ein Video angeguckt, damit ich den endlich mal schaffen könnte. Und das hat auch geklappt. Wobei ich sagen muss, mit der Taktik habe ich es schon 3-mal probiert und es hat nicht geklappt. Ja, ob ihr es geschafft habt, wie, wann, wo und was auch immer, könnt ihr mal gerne in die Kommentare knallen. Ich bin echt gespannt. Vielleicht habt ihr auch Tipps, wie man den Endboss nochmal anders angehen kann. Eine bessere Taktik, eine leichtere Taktik. Oder einfach nur eine andere Taktik. Wie auch immer. Und was eure Vorlieben sind. Spielt ihr lieber mit einer Boarding Crew oder setzt ihr lieber auf Waffen? Habt ihr eine volle Mannschaft oder wollt ihr nur 4 Leute dabei haben? Ich habe mir auch ein paar andere Let's Plays angeguckt. Da waren zum Beispiel Leute, die haben sich als Aufgabe gemacht, die spielen das Ganze mit nur einem einzigen Passagier an Bord und das ist der Captain. Das heißt, die setzen am Anfang alle anderen in einen Raum, machen den Sauerstoff aus und oder machen Tür auf und lassen sie sterben. Und dann fliegen sie wirklich nur mit diesem einen Mann. Und ich habe sogar einen gesehen, der es geschafft hat, den Endboss mit dieser Ein-Mann-Power-Crew zu besiegen. Er hat aber selber gesagt, das ist bestimmt schon sein 20. Versuch. Also, das war nicht einfach. Ja, jetzt rede ich die ganze Zeit. Im Hintergrund laufen die Namen lang. Und so langsam weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich drücke mal Escape. Ha, geht doch. Wir haben eine Punktzahl von 2830 erreicht. Das heißt, die DLC 001 ist auf Platz 1 mit 200 Punkten mehr als die Nessasio. Ihr könnt sehen, ich habe es vorher ein paar Mal probiert. Bin auch schön in Runde 8 gekommen und habe es nicht geschafft. Manchmal sogar nur in Runde 7 oder in Sektor 7. Und dieses Advanced, das ist das, was ich dann beim nächsten Mal auf jeden Fall machen werde. Zusätzlich zu den Mods. Und das bedeutet neue Rassen, neue Waffen und so weiter und so fort. So. Achso, ja. Jetzt kann man natürlich nochmal das beste Schiff angucken. Die DLC war auch das beste Schiff. Ich hab's gesagt, es ist das beste Schiff gewesen. Aber wenn ihr jetzt mal guckt, Top-Punktzahl mit der Nessasio in Sektor 8, 2606. Aber das beste Schiff, da ist die Nessasio gar nicht dabei. Also man hat auch manchmal ein bisschen Glück, ein bisschen Pech. Ich möchte euch noch ganz kurz die Achievements zeigen. Ein paar habe ich natürlich. Ja. Besiegt den Boss auf Normal. Ja. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Erfolge. In Sektor 5 kommen, ohne einen einzelnen Schuss abzusetzen, zu teleportieren oder eine offensive Drohne zu nutzen. Also immer abzuhauen. Immer. Das heißt, man kriegt auch keinen Schrott. Man kriegt nur ganz, ganz wenig Schrott. Und damit in Sektor 5 zu kommen. In Sektor 5 kommen, ohne dass man sein System oder seinen Antrieb verbessert. In Sektor 5 kommen, ohne einmal zu reparieren. In Sektor 8 kommen, ohne Raketen oder Bomben zu nutzen. Das wäre sogar machbar. In Sektor 8 kommen, ohne Drohnen zu benutzen. Habe ich schon auf Easy, steht da. Kann man aber nochmal auf Normal. In Sektor 8 kommen, ohne bei einem Händler einzukaufen. Reparieren ist in Ordnung, aber ohne einzukaufen. Und in Sektor 8 kommen, ohne ein einziges Crewmember zu verlieren. Wie ihr seht, habe ich das noch nie geschafft. Ja. Gibt aber noch eine ganze Menge. Man kann als Erfolg kriegen, schieße auf jedes Teil eines Gegnerschiffes simultan. Es gibt als Erfolg, dass man 5 Schüsse hintereinander nicht ausweicht, obwohl man voll ausgebautes und abgegradetes Antrieb hat. Das ist auch geil. Ja, eine Boarding-Drohne soll 4 Leute auf dem Schiff töten und so weiter und so fort. Also es kommen noch weitere rechts, die wir jetzt noch nicht sehen können. Die werden erst freigeschaltet, wenn man es gemacht hat. Es gibt eine ganze Menge Erfolge. Wir gehen kurz ins Main-Menü, klicken auf New Game. Und jetzt wollte ich euch zeigen, welche Schiffe wir haben. Hangar, Warmis. Ja, Ships List.
Dadurch, dass wir die Kestrel geschafft haben, das ist die Kestrel-Typ, mit dem wir geflogen sind, können wir jetzt. Layouts? Nein, noch nicht. Wo war das? Haben wir nichts freigeschaltet? Ich dachte, wir hätten was freigeschaltet. Ah, wir müssen alles machen. Okay. Gut, hier kriegen wir gar nichts. Das hier ist ein Engi-Cruiser. Wenn wir mit dem das Flaggschiff besiegen, dann kriegen wir das nächste Schiff. Dann kriegen wir das nächste. Das sieht doch aus wie ein Penis. Egal. Dann kriegen wir das nächste Schiff. Und so weiter und so fort. Dann kriegen wir nämlich alle dazu. Was hätten wir hier? Wir müssen vier Schiffe freispielen statt der Kestrel. Also das, das, das und das zum Beispiel. Dann würden wir dieses Schiff bekommen. Es gibt jetzt auch noch Typ B. Da ist die Kestrel auch noch dabei. Da müssen wir jetzt nochmal auf Normal oder so den Endboss besiegen, dann kriegen wir die. Und dann gibt es noch Typ C, wo es noch weitergeht. Und es gibt hier noch keinen Typ C. Okay. Also, Halleluja. So sah unser Schiff. Nein, stimmt nicht. So sah unser Schiff am Anfang aus. Wir haben es ein bisschen ausgebaut mit dem Teleporter, dem Unsichtbarkeit machen, neue Waffen. Und wir haben es geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Trainiert fleißig euren Captain-Skill, trinkt Malzbier, kriegt Haare auf der Brust und seid einfach männlich. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschö!